ist auch schon eine Weile her, dass ich mit euch gequatscht habe. Deswegen freue ich mich umso mehr, das erste weihnachtliche Video mit euch zu teilen. Und zwar meine Christmas Hauls. Damit ich mich ein bisschen hier weihnachtlich wohler fühle und das Ganze ein bisschen mehr mit Deko aufpeppe, habe ich mir folgende Sachen gegönnt. Einfach nur eine Packung Taschentücher, die ich mir vom Boots gegönnt habe. Und zwar habe ich sie mir deswegen gekauft, weil sie einfach ultra kitschig sind von der Verpackung her, so typisch englisch sind und ich einfach das Ganze richtig süß fand. Das Ganze war auch nicht teuer. Ich glaube, es hat 1,5 Pfund gekostet. Umgerechnet sind das vielleicht 3 Euro. Ja, die paar Wochen vom Handy waren total stressig und ich hatte einfach keinen Bock mehr, alles in mein Handy zu tippen. Deswegen habe ich mir gedacht, einfach gut old school. Ich kaufe mir ein schönes weihnachtliches Notizbuch. Es ist glittery und ist von Paper Chase. Das Ganze war ursprünglich eine Art Kalender und zwar habe ich jeden Tag da eine Seite gewidmet und habe da auch wirklich reingeschrieben. Das Ganze kostet 8 Pfund und ihr habt ein wunderschön gebundenes Notizbuch. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr diese Hülle verwenden wollt, weiterverwenden, kann man ganz normal abziehen und auf das nächste Notizbuch draufgehen. Die letzte Woche war eher mehr so eine Chill-Woche und deswegen ist Produkt Nummer 3 eher mehr so ein Craving-Produkt. Ich habe mir hier eine riesen Dose Ben's Cookies gegönnt. Da waren nichts drin von Oatmeal und Raisins und Schokolade und Triple Chocolate und alles, was das Schokoladenherz begehrt. Produkt Nummer 4 ist hier dieser süße Mark, der mittlerweile seit gestern kaputt ist. Die Geschichte dahinter ist die, ich bin mitten in einem Detox-Programm, 14 Tage Detox. Und ja, ich dachte halt, dass der Tee schon so ziemlich abgekühlt war und habe es einfach in das Glas gegossen. Und ihr wisst ja, was passiert mit dem Glas. Ja, jetzt habe ich hier einen super tollen Riss. Das Ganze habe ich bei Paper Chase gekauft um 4 Pfund. Paper Chase hat generell alles Mögliche, was Deko betrifft, ist ein Papierladen, hat tolle Stifte und unter anderem auch diese süßen weihnachtlichen Max mit dem Strohhalm, der mega weihnachtlich ist, aber ich werde mir diese Woche auf jeden Fall nachkaufen, weil der jetzt eigentlich kaputt ist. Für meine perfekte Weihnachtsdeko darf natürlich der hier nicht fehlen, mein absoluter Favorit und kaufe ich immer wieder jedes Jahr. Kurz vor Weihnachten, einfach um mein Zimmer einen kleinen roten Farbklecks zu verpassen, habe ich jetzt erst gekauft. Ganz blöd gesagt, ich habe es bei Tesco gekauft. 2,5 Pfund. Und ihr habt eine wunderschöne, wunderschöne weihnachtliche Pflanze in eurem Zuhause. Macht das Zimmer ein bisschen heimeliger. Kerzen gehören einfach auch außerhalb der Weihnachtszeit in jedes Zimmer. Deswegen, ihr könnt hier schon sehen, das ziemlich leer. Ja, brennt bei mir mittlerweile jeden Tag. Und zwar ist es die Sarah Home Black Vanilla. Die super tollen weihnachtlichen Düfte zu haben, sondern leichte Düfte. Weil ich hatte letztes Jahr das Problem, dass ich Kerzen hatte, die viel zu aromatisch waren. Und irgendwie wollte ich dann eine kurze Auszeit nehmen von allen Kerzen der Welt. Deswegen dieses Jahr Vanille. Und das ist wirklich ein angenehmer Vanilleduft, der den Raum wirklich schön erfüllt. Kostet 20 Pfund und bekommt ihr bei Zara Home, falls ihr das habt. Bei mir in Wien weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon mittlerweile haben. Hier gibt es es auf jeden Fall. Meine Lieben, das war mein kleiner Christmas Haul für euch. Und zwar sind das wirklich meine absoluten Favoriten, die ich jetzt so wirklich gebraucht habe, um mich selbst in Weihnachtsstimmung zu bringen. Für mich geht es in 3 Tagen ab nach Hause nach Wien mit Familie und Freunden weihnachtliche Zeit verbringen, nachdem ich hier mein erstes Semester abgeschlossen habe. Ich bin dann aber auch bald wieder zurück, weil ja dann der ganze Umzugsstress startet. Und ja, wir haben finally ein Apartment gefunden, wo wir bleiben können. Und da freue ich mich natürlich auch schon total riesig. Ich habe euch da unten 2 tolle weitere Videos verlinkt. Und zwar einmal das Autumn Lookbook mit meinen kleinen Mini-Looks von ganzen November und Oktober. Und dann habt ihr auch noch hier das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, meine Babyliss Hair Routine. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn die zeigt euch, wie ich meinen Short Bob mittlerweile jeden Tag föhne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.